la. So, und dann haben wir das auch. Wobei das hier sieht ein bisschen affenartig aus. Dann würde ich sagen, machen wir diese zwei Stelzen wieder weg. Und machen in der Mitte eine. Sieht doch schön aus. Dann muss dieser Stuhl aber weg. Dann steht der hier wiederum falsch. Wir können drei Stück hiervon machen. So. Und dann. Ja, können wir hier einen Sitz reinmachen von. Nee, ein Sitz bringt ja nichts. Vielleicht eine hintere Wand und dann hier eine Tür rein. So. Dass man dann hier eigentlich solche Gläser oder sowas stehen hat, ne? Und dann hier vielleicht so ein Stuhl. Wobei die Barkeeper, die stehen ja eigentlich die ganze Zeit und waschen irgendwie ein Zeug ab. So, hier hinten haben wir dann. Ja, keine Ahnung. Kommt dann vielleicht eine Sofa-Ecke hin, hier. Dafür brauche ich eine ganz kurze eine Werkbank hier. Und dann mache ich einmal den hier. Hier habe ich die 6. Ja, kann man machen. Warte mal. Ich mache nochmal 4 Stück von den hier. Stelle ich den hier hin und dann den und dann nehme ich das hier einfach mit der Hand weg. Das muss jetzt mal kurz sein. Dann hole ich gleich meine Spitzhacke für den Rest. So, und dann haben wir so eine kleine Sitzecke, weil ich die hier auch schließen kann. Oh, das ist aber eine große Sitzecke hier. Oh, mal, kann man es doch besser machen gleich. Also mal gucken, wie ich das hier mache. Der hier und der hier noch mal weg. Dann haben wir das und dann können wir hier zum Beispiel auch noch so ein Teil hinsetzen. Nein, nicht hier rauf, Mensch. So. Hole ich meine Spitzhacke und eine Axt haben wir schon. Ach, warum benutze ich die nicht, Mensch? Ich doofi. So, wie es aussieht, wir haben das ganze Zuckerrohr jetzt hier beseitigt. Ja. So passiert's. So, die nehmen wir jetzt. Okay, dann können wir hier draußen mal die Gartenanlage mal machen. So, was nehmen wir jetzt da hier? Das hier. Diorit, unerwünschtes Diorit. Darf hier nicht rein. So, dann haben wir hier so eine kleine Minibar. Dann haben wir ja, hier ein offenes Fenster hier, damit hier ein bisschen Luft reinkommt, falls hier geraucht wird, ne? Kann ja mal sein. Und dann haben wir das auch. Ein schönes Holzdach. So. Eine Tür bräuchte es eigentlich auch noch, aber. Tür scheiße ich jetzt einfach mal. Ganz schlicht. Und dann möchte ich hier vielleicht einen gepflegten Garten haben. Und eine Rundumhecke, die haben wir ja schon. Und mal gucken. Da hinten sind Blumen, die hole ich auf jeden Fall. Da sind sogar zwei Arten von Blumen. So. Da. So. Da hinten, ganz da hinten ist noch Zuckerrohr. Brauchen wir aber jetzt nicht unbedingt, ne? Das ist jetzt nicht. Muss.
Dieser Turm irritiert mich immer noch so ein bisschen. Ich meine, schön, dass er hier ist, aber man vielleicht sogar schöner machen können, fällt mir gerade auf. So, mal gucken, was wir jetzt hier... Rohstoffe, nee, brauchen wir nicht. Was brauchen wir eigentlich jetzt? Ich hab's vergessen, Glas brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich nur zwei Stück. Zwei Stück Glas. Zuckerrohr, nein. Für den Garten brauchen wir noch so ein bisschen Erde. Haben wir sonst noch Blumen oder sowas? Das gefällt mir. Nee, sonst nicht. Keine Blumen. So. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Und nach oben. Wir brauchen hier tatsächlich eine richtige Brücke über. Vielleicht von der Martin Luther King Brücke hier. So ein Abschnitt rüber oder direkt von da schräg hier rüber. Müssen wir mal gucken, ne? Müssen wir alles mal gucken. Jetzt brauche ich nochmal kurz den Rest der... Nicht der Erde, der Blumen. Blumen. Pilze. Ne, Poppy. Dann, wie heißen die? Dann hat der Leon. So, haben wir denn schon einen... Oh, da geht's ja schon richtig voran. Und da es jetzt wieder Abend wird, würde ich sagen... Begebe ich mich mal zur Nachtruhe. Weil nachts können wir hier nicht leben. Das ist zu gefährlich hier. Da sprengt uns aber nur alles weg. Ich könnte natürlich die Game Rule ändern. Dass die Game Rule dann lautet mit Do Mob Griefing Out. Ihr wisst schon. Keine Ahnung. So, lalala. Jetzt gehen wir auf die Insel rüber und dich. Tschüss. Wir brauchen noch Öfen. Öfen brauchen wir noch auf der anderen Insel. Öfen. Drei Stück reichen. Die reichen auf jeden Fall. So, ein bisschen Erde haben wir dabei. Also Öfen brauchen wir auf jeden Fall. Da geht nichts drum rum. Das brauchen wir auf jeden Fall. Erde hier können wir von mir stopfen. So, Glas kommt hier rein. Haben wir das auch? Öfen. Öfen würde ich tatsächlich mal hier hinten hin tun. Und zwar dann. Und... Nicht davor, Mensch. Und der kommt hier in die Ecke rein. Mit so ein bisschen Platz noch übrig bleibt. Und dann erwarte ich schon die ersten Gäste. Nee, Spaß. Jetzt müssen wir mal gucken. Rosenbusch. Ja, Busch. Wilhelm Busch. Busch. Alles Busch oder was? So, jetzt möchte ich ein paar Liegestühle. Einen Pool möchte ich haben. Ich hole erstmal eine Schaufel. Stein für eine Terrasse, einen Pool, Liegestühle und Eimer Wasser für das Wasser. Das wird ein schöner Sommersitz. Das kann ich auf jeden Fall so schon mal sagen. So, was haben wir denn jetzt hier? Eimer. Ich brauche einen Eimer. Warum ein Eimer? Was ist das? Sind die hier bei Tools? Ja, super. Und das brauche ich nicht. Ich brauche jetzt eine Schaufel. Zwei am besten. Was habe ich noch gesagt? Stein für eine Terrasse. Das hier. Kies. Oh, scheiße. Wir haben nicht genug Stein. Wieso haben wir keinen Stein? Ich verstehe das nicht. Du kommst mit. Wie sieht er da unten putzig aus? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier. Erstmal hier nach oben. So. Mal gucken, hier kommt die Terrasse hin. Wir müssen jetzt mal gucken. Können natürlich hier einen Vorgarten machen. Hier die Terrasse machen. Ich glaube, das wäre am besten. Aber dann brauchen wir einen Ausgang nach da.
Oh, würde es gehen, wenn wir den letzten Tisch hier und Stuhl wegräumen? Das wird auf jeden Fall gehen. Und hier, na, hier ist das ein bisschen schwierig mit einer Tür. Und dann müssen wir leider auf zwei Fenster verzichten. Mann! Und machen dann hier eine schöne Tür rein. Und wir brauchen dann erstmal auch Stein, ja, das hier alles zu machen. Und dann können wir können ja schon mal ausfüllen hier. Was wird denn hier Terrasse, was wird Pool? Können wir von mir schon mal machen. Ich habe nichts dagegen. Terrasse wird so groß wie das wie dieses Teil hier und dann geht die Terrasse nach hinten. Mindestens so weit. Mindestens. Wobei, da müssen wir auch noch gucken, wie es mit dem Rest vom Garten ausschaut. So. Das nehme ich. Wo ist die Schaufel? Da. So, die Terrasse ist sehr groß, aber eine Partyterrasse wird es ja hier.